Abend bei der Zeit im Bild. Telefonieren mit dem Handy im EU-Ausland soll billiger werden. Vertreter von EU-Parlament, Mitgliedstaaten und EU-Kommission verfolgen dieses Ziel schon lange. Jetzt haben sie sich auf Tarifobergrenzen geeinigt. Konsumenten können ab Sommer bei Auslandsgesprächen bis zu 70% sparen. Was jetzt noch fehlt, ist die endgültige Abstimmung zum heute ausverhandelten Tarifpaket zwischen EU-Rat und Parlament. Sobald nach dem Urlaub in einem anderen EU-Land die Rechnung für die Auslandsgespräche nach Hause flattert, bleibt oft nur noch hinsetzen. Bis zu 2,50 Euro kostet die Handyminute im Extremfall. So viel dürfen Mobilfunkanbieter künftig nicht mehr verlangen. Die EU zwingt sie, die Roaminggebühren auf Raten zu senken. Ab dem Sommer soll bei EU-Auslandsgesprächen die Obergrenze von 49 Cent pro Minute gelten. Nächstes Jahr 46 Cent. Und ab 2009 43 Cent. Alles ohne Mehrwertsteuer. Auch wenn man angerufen wird, sollen Handytarife im EU-Ausland um mehr als die Hälfte billiger werden. Die Tarife können Konsumenten vielleicht schon mit Ende Juli in Anspruch nehmen. All das gilt aber nur, wenn Rat und Parlament dem Tarifvorschlag noch zustimmen. Und zum Thema ist heute Telekom Austria-Chef Boris Nemsic Gast im Studio der ZIP2 um 22 Uhr.